Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Dragon Ball Xenoverse. Ja, letztes Mal haben wir unser Abenteuer begonnen. Und diesmal wird es hoffentlich, ohne dass ich irgendwas zusammenschneiden muss, weitergehen können. Ich habe offscreen noch ein bisschen was an Parallelquests gemacht. Hab so Level 7 erreicht. Kann euch mal kurz das Menü zeigen. Man kann sich hier auch so ein paar Outfits freischalten, die unter anderem die Stats verbessern bzw. verschlechtern können. Da muss man eben gucken, ob sie was bringen. Sie haben teilweise aber auch Beschränkungen für Rassen. Also hier zum Beispiel können die weiblichen Charaktere das Chichi-Kostüm nutzen. Hier habe ich sonst nichts. Zubehör. Ja, könnte man jetzt zum Beispiel den Scouter hier anlegen. Der aber, ja, allgemein nichts bringt. Ist nur Accessoire. Z-Seele haben wir momentan nicht. Man kann auch jederzeit hier die Farben von seinem Outfit ändern. Das finde ich ganz gut. Fähigkeiten ändern. Ja, hier kann man zum Beispiel neue Attacken reintun. Das hier sind ein paar Attacken, die ich über die Parallelquest freigeschaltet habe. Böser Anstiegangriff, steige schnell nach oben und greife an. Funktioniert gut bei fliegenden Gegnern. Ich glaube, das hier tue ich mir einfach mal hier bei und da habe ich nichts. Okay. Das ist auch noch neu. Rücksprung mit Kreiseldrehung. Greif an und gewinne gleichzeitig etwas Distanz. Ja. Gut, und Attribute boosten, das ist so das Wichtigste, weil hier kann man eben seine Stats verbessern. Man sieht schon, wir haben einen, Ki und Ausdauer ist schon recht gut erhöht. Die weibliche Saiyajin ist, glaube ich, mehr für Ki-basierte Builds geeignet, der männliche mehr für Schlagangriffe, also physische Attacken. Grundangriff erhöht eben Ki-basiert und also dem ganz normalen Ki-Angriff und den ganz normalen Schläge mit Viereck und sowas eben. Die Explosionsangriff sind unsere Spezialattacken, wie beispielsweise das Kamehameha. Max Gesundheit, ja, wir haben halt mehr AP. Max Ki, wir haben mehr Ki, womit wir dann eben mehr Ki-Attacken einsetzen können. Ausdauer, man kann zum Beispiel länger, zum Beispiel dieser Ausweich-Jump da, den man machen kann, mit dem man sich kurz wegteleportiert. Das verbraucht Ausdauer und je mehr Ausdauer man hat, desto öfter kann man das zum Beispiel benutzen. Und man kann auch diesen Flug, also schnell fliegen und so, ne? Das verbaut eben auch Ausdauer und das boostet das Ganze eben auch noch ein bisschen. So, ich erhöhe hier mal ein bisschen den Grundangriff. Das Ki erhöhe ich ein bisschen. Gesundheit und das hier erhöhe ich noch. Ich will mich hier auch mehr auf Ki-Sachen konzentrieren, von daher passt das schon so. So. Wir sind ein bisschen geboostet. Wunderbar. Ja, wie beim letzten Mal ja schon gesagt, Kalin würde hier nochmal irgendwie, glaube hier so rumstehen. Mit dem roten Fragezeichen über Kopf, wenn man ihn anspricht, dann muss man kurz gegen ihn kämpfen. Man muss ihn nicht besiegen. Man muss ihn nur eine bestimmte KP-Anzahl runterhauen und danach geht es schon weiter. Also danach bekommt ihr diese Orca, diese Attacke mit O. Geschenkt von ihm. Hier können wir auch noch, das sind eben die Items, die wir so haben. Zum Heilen und so weiter. Und ja, Daten anzeigen. Ja, hier gibt es halt ein paar Infos, die man so hat. Hier sind die ganzen Meister, die man freischalten kann. Tasche, ja, die Items, die wir eben so mit uns führen. Fähigkeitenliste, alle Attacken, die wir eben so bekommen, sind einige Attacken.
Und die ganzen Outfits, die wir so haben. So, ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Punkte. Ich glaube, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Kann das sein? Ich glaube, das kann sein. Ja, die ganzen Läden hier in des Jungs das erste Mal nicht. Da kann man eben Sachen kaufen und so weiter. Neue Items und sowas. Ist ganz nett, aber wie gesagt. Für den Moment, achso, das ist irgendeine Kampfsache. Juckt uns gerade nicht. Ein Vogel? Nee, ach, die Frösche. Aus der Freezer-Saga. So, und wenn wir hier eben durch dieses Tor schreiten, dann kommen wir zum Zeitnest. Hier müsste das Trunks auf uns warten, nämlich da. Und es geht hoffentlich dann weiter. Hey! Ich bin bereit für den nächsten Job. Ist auf Zeitportale gehen? Yo! Ich zähle auf dich! And you just revived as well. Right here, history is changing. I would really appreciate your help. Und schon wieder 20 Gegner, ja moin. Who are you? Are you an ally? Nö, ich bin auch ein Feind. But I suggest you stay back. See those guys over there with the huge powers? Well, we're gonna have to fight them. That's right. Fighting these little guys isn't the end. Leave them be. If we lose, the Earth is done for anyway. If that happens, there's nowhere to run. Go fight them if you really want. Another weakling isn't gonna make any difference. If possible, please try not to bore us. The Cybermen of this history? They're just stronger. And there are more of them. Cybermen. Just reduce the number of Cybermen. Das sind Pflanzenmänner, die können eigentlich nichts. Die können nur nerven. Für mehr sind die normalerweise nicht gut. The soil is good. The Cybermen are really strong. They're really creeping me out. Come on. Try harder! They're really strong! We still have to fight the Saiyans afterwards. Ach. Vor allem Nappa sollte sich nicht so ausspielen.
Der Typ kann doch eh nix. Außer Vegeta nerven. Wer Dragon Ball Abridged kennt, weiß wieso. Ah, jetzt sind da Silberne dabei. We got separated from Tien and the others. At this rate, we're going to lose. You have to hurry. Yamcha! Chiaotzu! Tien too? Goku! Hurry up and get here! Are you okay? It's a shame, but this is the true history. Oh, pitiful Cybermen with a double KO. And against those losers, too. Hey! Could someone please remove this trash from the battlefield? Damn you! Ja gut, Yamcha ist ja ziemlich schnell gestorben. Der wurde ja von einer Attacke gekillt. Chiaotzu hat sich selbst umgebracht, indem er sich in die Luft gesprengt hat. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Aber 20 Gegner, das haben die irgendwie in Xenoverse allgemein nicht gerne. Dass man mehrere Gegner auf einmal kämpfen muss. Was ist das Color? Ich dachte, Cybermen waren grün. Hey, now! Tenenmen und Jinglemen are in the mix now. Good. Let's see how well they do. We might not have to fight at all. Das wäre doch langweilig für euch, oder nicht? Ihr seid doch solche Angeber. Ja, kommst du mal her? Die Pflanzenmänner sind nur zum Nerven. Ist nicht genau Ausdauer, verdammt! Ja, Ausdauer sollte man auch hin und wieder mal pushen. Kann nicht schaden. Ey, hörst du auch ausweichen. They might prove to be fun, just like I thought. That's it. Only a little more. Let's beat them all. Not catch them all, beat them all. Genau. Die wachsen hier auch wie Unkraut, oder? Unendlich. Okay, das war's. Dankeschön. Und wir posen erstmal wieder. Wunderbar. Reicht nicht mal für ein Level up. Wow. Okay, Gohan und Krillin dürfen nicht drauf gehen und wir müssen gegen Nappa kämpfen. Now comes the real fight. Which one should I take to the cleaners first? Keep your guard up. I sense an evil energy coming from within Nappa. That evil power. When they're engulfed. Verdammt, er ist nackt. Go home. Fool. You changed my kill order. Whatever. It's all the same. Too strong. He's way too strong. We have to buy time. At least until Goku arrives. We have to defend Krillin and Gohan. Why you? Ah. Now I'm mad. We're overpowering him and he still won't fall. This is one tough guy. This is the power of a pure Saiyan.
Ich meine den Platz, was willst du? Das ist Nappa, der kann nix. Krillin, just stay back. I'll take it from here. They're okay. Come on, let's go. Dad? Nappa is having trouble. I will deal with Kakarot. What the heck are you doing here, Kakarot? Don't tell me you've come here to make some pathetic joke about beating us or something. Piccolo! Tien! Yamcha! Chaozu! And Kami! His power level is rising. I am not going to let you get away with this! What? Nappa! Hurry up and beat him! Damn it! Damn it! Warum hat er denn wieder voll KP? I can't be looked down on by some unknown thing like you! Amazing! Just amazing! With these two, we can win! Damn it! Now lost! Stupid idiot! Father! No! He's just another person, swallowed by that evil energy. Vegeta is powered up too. Good luck. Very well. Both of you come at me at once. Rejoice, Kakarot! I, the elite warrior, will take some time to play with you. Even a regular guy can become an elite if he works hard enough. That's a funny joke. And I'll just show you the wall that no amount of effort can possibly surmount. Müssen sie eigentlich gleich noch so einem Osaru verwandeln oder nicht? Also ich glaube nicht, dass wir ihn als Vegeta selber besiegen werden. Er müsste sich gleich zum Osaru verwandeln, nachdem er eine gewisse KP-Menge öfter auf verloren hat. Junge! Der ist ja nur am Blocken. Block dich auch gleich, Junge. Nebenbei, Kiel regeneriert man mit der Zeit über Attacken. Oder wenn man einen Charge-Skill hat, kann man damit eben auch sein Kiel regenerieren. Ja. Du sollst aufhören zu blocken. Also greife ich dich erst einmal, ja? You'll pay for this! What? Times four! Yay! It's just like you. You'll just keep on getting better and better. Damn you!
I guess I'll just have to become a great ape! What? Burst open and mix! No way! Now you see! This is the end for you! Thema, Vegeta transformiert. Okay. Goku darf nicht besiegt werden, oder was? Anders als bei regulären Kämpfen müssen Werfen den Status brechbar haben, um Schaden zu nehmen. Okay, ist das gleiche wie in Xenoverse 2. Erfahrung bringt die Ausdauer des Werfen auf 0 für den Status brechbar. Erst dann kannst du ihm Schaden zufügen. Überrasche einen Werfen und wirf seinen Schwanz, um seine Ausdauer stark zu schwächen. Ein Werf, der am Status brechbar geworfen wird, nimmt hohen Schaden. Du hast eine Chance auf Nachsetzen. A great ape! A monster! Let me tell you something fun. Saiyans in their great ape form have powers 10 times greater than normal. I see. Now I get it. The monster that killed Grandpa. And the one that destroyed the arena. That was all me! This is the Great Ape. It's huge, yeah. But you can defeat him, I know it. Kannst du den auch mal angreifen? Ja, man muss diese Leiste da loswerden. Was mit Greifen recht einfach geht, wenn man ihn mal treffen würde. Gib mir deinen bauschigen Schweif. Dankeschön. Wie konntest du mich abwehren? Gib mir deinen Schwanz. Dankeschön. Meine Güte. Okay, das zieht ja gar nichts ab. Ey, Jungsche, kommst du mal her? Normale Attacken gehen natürlich auch. Aber man muss halt aufpassen. Okay, das zieht ja gar nichts ab. Okay, muss mich heilen, sonst haben wir gleich ein Problem. Okay. Aber gegen Hilfe. Go on. I'll go with you. Yes. Vier gegen einen. He became a great ape, but he'll turn back if we cut his tail off. Go on. Let's go cut off that tail. Yeah. Hey guys. Let Krillin cut off the tail. All you have to do is fight to protect them. Ja, wenn ich mal Schaden machen würde, ne? Ja, physische Angriffe bringen sogar mehr als Ki. Um die Ausdauer zu senken. Kann mich nicht erinnern, dass das so lange gedauert hat. Und haut drauf, Leute! Jawohl, geschafft! Nice, you did it. Ah.
normal! You bastards! You're absolutely begging to die today, aren't you? Yes! You got him out of the Great Ape form! Now, go and defeat Vegeta! Ja, wird gemacht. Mehr als halt Blocken und Ki-Attacken kann er eh nicht machen. Und das hier bringt auch hin und wieder mal ganz viel. Macht er nebenbei mit L1 und Kreis auf der PlayStation. Wenn ihr die Taste gedrückt haltet, also Dreieck für einen harten Schlag, könnt ihr Gegner auch aus ihrer Ulti raushauen. Ist auch gut zu wissen. So kann man eben verhindern. Ja, wenn es funktionieren würde. Wenn es funktionieren würde, ne? Aber wir haben es ja gleich. Komm her, nicht weglaufen. Nein, er hat mich angegrapscht. Warum greifst du? Wo greifst du den an? Aha, Goku hat besiegt. It's just like you. You'll just keep on getting better and better. You're not getting away! Why are you stopping me? Krillin, it's okay. What? Next time, I'll beat him on my own. Thank you. Finally, it's back to normal now. The Scroll of Eternity has been corrected. Still, why did something like this even happen? It should be impossible. You can't change history like this. It seems someone traveled through time and changed history, just like how you did in the past. Right, Trunks? Hello there. This is the master of the Time Nest. She's the Supreme Kai of Time, and a very important person. She manages the flow of time throughout the entire universe, keeping a close eye on history and protecting it. What the? What are you doing? Really? Just what in the heck do you think you're doing? What is your deal today? Are you using my head as a perch now? Shut up! I don't care if you're mad, I demand an apology! You're heavier than you look, you know! As I said, she's a very important person. Just trust me. Oh, jeez. Supreme Kai of Time?
Sorry. Anyhow, you must be the warrior Shinran summoned. I'm the Supreme Kai of Time. Nice to meet ya. You know, she may not seem like it, but she's in quite a high position in the universe. By the way, that bird you saw just now? That's my best friend, Toki Toki. Best friend that steps on you, maybe. This is good. You guys seem quite talented. In other words... Thank you very much. But sadly, until we find the cause, this is far from over. What in the world is happening? Seems there are two time travelers, with strange energy, and they're messing with the flow of time. I don't know what they're up to, but I'll tell you what. I have a bad feeling about this. A time-traveling duo? Who could that be? Let's start by finding them. Let's do this! Okay. Einzelspieler-Lobby. Yo. Ja, danke schön, Spiel. Ja, aber das machen wir nicht mal heute, denn das war's mit Dragon Ball Xenoverse für heute. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst doch gerne ein Feedback da, positiv oder negativ, bleibt euch überlassen. Gerne mit einer kleinen Begründung, was gefallen hat und was nicht. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein werdet, wenn die Story weitergeht und wir vielleicht herausfinden, wer dieses Duo ist. Wir werden sehen. Bis dahin. Ciao, ciao, Leute.